Guten Abend, gute Nacht. Hey Johnny, du bist schon ein süßer Kater, aber leider musst du jetzt trotzdem aufstehen, denn ich möchte ein Video drehen. Ist das in Ordnung, Johnny? Okay. Yo, Freunde, was geht? Hier ist euer Johnny Hunt und heute gibt's ein richtig cooles Unboxing. Denn die Firma Burghammer hat mir hier 8 Butterfly-Messer, Butterfly-Trainer, wie man die jetzt auch immer nennen möchte, zur Verfügung gestellt. Also die wurden mir kostenlos geschickt. Ich bekomme kein Geld dafür, dass ich das hier vorstelle und obwohl die mir kostenlos zur Verfügung gestellt wurden, beeinflusst das nicht meine Meinung. Ansonsten habe ich euch die Butterfly-Trainer in der Beschreibung verlinkt. Falls ihr auf Burghammer bestellt, habe ich euch noch einen Code dazu getan. Da bekommt ihr 10% Rabatt. Okay, ich würde mal sagen, wir schieben das ein bisschen nach hinten und fangen gleich mit dem ersten Butterfly-Trainer an. Ich habe bis jetzt schon sehr viel Gutes darüber gehört und viele haben mir auch tatsächlich in die Kommentare unter meinen Messervideos geschrieben, dass ich mal CSGO Butterfly-Trainer von Burghammer bestellen soll. Ja, das ist hier eine ganz normale Verpackung, würde ich sagen. Wenn wir es aufmachen, sehen wir da schon den Butterfly-Trainer in Folie. Und was richtig geil ist, zu jedem Butterfly-Trainer gibt es so einen Schraubendreher, um die Schrauben eben festzuziehen oder ein bisschen lockerer zu machen. Und darunter befindet sich immer eine Tasche. Die kann man sich auch um den Gürtel machen. Das ist sehr nice, denn wenn ich mit so einem Ding draußen rumlaufe, es ist ja nicht illegal. Aber trotzdem, wenn das hier jemand so sieht, auf den ersten Eindruck, könnte er meinen, oh mein Gott, dieser Typ auf der Straße, der hat da ein Butterfly, der wird uns alle, ja, den Rest könnt ihr euch denken. Und wenn das Ding hier in der Tasche drin ist, dann sieht man eben nicht direkt, dass das ein Butterfly-Trainer ist und ja, ist auf jeden Fall sicherer, als einfach so damit auf der Straße rumzulaufen. Schauen wir uns das Ding erstmal kurz an. Ich habe es schon mal in einem Video erwähnt, aber ich sage es gerne nochmal für diejenigen, die das letzte Video nicht gesehen haben. Ein Butterfly-Trainer oder Butterfly-Messer ist in Deutschland nur legal, wenn es nicht spitz ist, wenn es nicht scharf ist und wenn die Klinge nicht schärfbar ist. Also man darf die Klinge nicht schärfen können. Und das hier ist eindeutig der Fall, denn die Klinge ist mega dünn und wenn man sie schärfen würde, würde die hier auf jeden Fall brechen, weil hier eben dieses Loch ist. So nenne ich das jetzt mal. Scharf ist es auch nicht, habt ihr gerade schon gesehen. Ich kann mich da beim besten Willen nicht schneiden und spitz ist es auch nicht, also gar keine Verletzungsgefahr. Und meiner Meinung nach, also meines Wissens nach, ist dieser Butterfly-Trainer, hat dieser Butterfly-Trainer auch gar keine Altersbeschränkung. Das bedeutet, man kann auch mit 6 Jahren schon damit rumlaufen und auf der Straße seine Tricks machen, rumspielen und so weiter und so fort. Aber ich sag's euch immer wieder, ich bin kein Rechtsberater und ich gebe euch keine Garantie auf meine Aussage. Okay, aber schauen wir uns jetzt mal den Butterfly-Trainer ein bisschen genauer an. Ja, auf jeden Fall im CSGO-Look. Ich weiß wie immer nicht, wie dieser Skin heißt, aber es sieht auf jeden Fall sehr gut aus. Ich kann hier gar keine Macke erkennen, außer hier ein kleines Staubkörnchen oder ein kleiner Lackschaden, aber das kommt schon mal vor. Ansonsten ist das Ding auf jeden Fall sehr nice. Ich finde das auch sehr gut, also dass hier dieses Gummi dran ist, weil dann liegt er gut in der Hand, rutscht nicht weg. Und hier vorne, das ist auch praktisch, weil einige Tricks fängt man zum Beispiel so an, wie diesen hier, der mir jetzt nicht geklappt hat. Wie diesen hier, einmal da rumschwingen. Okay, das hat jetzt auch nicht so gut geklappt, aber ich probiere es noch einmal im Stehen. Also man kann es hier einmal so rumschwingen und dann weitermachen. Und ja, die Tricks mit diesen CSGO Butterfly Trainern, ich sag's immer wieder, aber wie gesagt, vielleicht habt ihr das letzte Video nicht gesehen. Die Tricks damit gehen nicht so gut, weil es eben so schwer ist und auch ein bisschen anders geformt ist. Also mit den Geraden kann man besser Tricks machen, aber damit funktioniert es auch ohne... Eigentlich ohne Probleme, ja, aber ich habe auch in den Kommentaren mal gelesen, dass damit nicht alle Tricks gehen. Aber meiner Meinung nach kauft man sich so einen CSGO Butterfly Trainer auch, um ihn irgendwo hinzustellen, hinzuhängen, wie auch immer, so als Dekoration, weil er eben so nice aussieht. Und Leute, ich bin ein richtiger Fan davon, das sieht richtig geil aus. Ich spiele auch Counter-Strike ab und zu, deswegen ist das auf jeden Fall ein sehr schönes Sammlerstück für mich und für meine Messersammlung selbstverständlich ein Gewinn. Das ist nice. Packen wir direkt den nächsten aus. Die ganzen Details und so werde ich euch jetzt nicht mehr sagen, weil es bei jedem Butterfly-Trainer gleich ist und auch der gleiche Inhalt. Nur das Design ist eben anders, meines Wissens nach. Und ich werde mit jedem mal so einen Trick versuchen, wenn ich Lust habe. Und das hier ist auch richtig geil. Das Ding, schaut mal, es geht rein und dann geht es auch nicht raus. Manchmal ist das so ein bisschen locker und so weiter und so fort, aber hier ist das einfach richtig geil. Eine sehr gute Verarbeitung und ich würde mal sagen, wir machen ihn auf und verdammt,
Das war nichts, das war auf jeden Fall ein Fail. Wow, die Klinge ist auf jeden Fall matt lackiert. Das ist so eine Art Camouflage. Sehr nice. Hier drauf ist immer noch das Logo von Burghammer, also so ein Hammer und Burg. Und ansonsten, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Dieses Design gefällt mir persönlich noch ein bisschen besser als das hier. Auf jeden Fall richtig geil. Sieht richtig nice aus. Machen wir direkt weiter mit diesem hier. Oh, da ist gar keine Folie dran. Ach, das liegt aber auch daran, dass ich den schon mal aufgemacht hatte und ein bisschen rumgespielt habe. Aber nicht so schlimm. Dieses Design gefällt mir auch wirklich sehr gut, Freunde. Das ist ein richtig strahlendes Weiß. Und schaut euch mal die Klinge an. Die erinnert mich ein bisschen an mein Kanaldesign von meinem zweiten Gaming-Kanal. Und da ist noch so ein, keine Ahnung, was das ist, ein Monster oder so. Boah, Spaß. Aber auf jeden Fall richtig nice. Sieht richtig schön aus. Ich könnte das jetzt so ein paar Stunden anschauen, einen Kaffee dazu trinken, vielleicht noch ein Stück Kuchen essen und es würde mich gut unterhalten. Ja, machen wir direkt weiter mit dem nächsten. Übrigens hatte ich eine echt harte Woche, Freunde. Boah, auf Arbeit war richtig stressig und es war auch richtig heiß. Ich habe so geschwitzt. Aber das ist ein anderes Thema. Vielleicht erzähle ich euch das nochmal irgendwann anders. Das hier ist übrigens einer meiner Lieblingsskins in Counter-Strike. Ich weiß aber auch nicht, wie der heißt. Ich weiß nicht, wie die anderen heißen. Ich kenne eigentlich gar keinen Skin, außer... Ja, ich kenne wirklich einfach gar keinen Skin. Ich habe auch gar keinen Skin mehr. Ich hatte mal ein paar Skins gesammelt in Counter-Strike, aber dann habe ich die alle verkauft, weil ich mal eine Pause gemacht hatte und mir dann von dem Geld einfach ein paar andere Spiele in Steam gegönnt habe. Ja, das sieht auch sehr geil aus mit diesem Spinnennetz in Rot. Griff ist schwarz. Auf jeden Fall sehr nice. Und alle lassen sich sehr gut flippen. Hier hängt nichts oder so. Das ist alles schon sehr gut eingestellt. Da muss man eigentlich nichts machen. Und Freunde, ich probiere jetzt nochmal einen Trick. Ich versuche mir Mühe zu geben. Und okay, das war nichts. Freunde, ich glaube, ich gebe es auf. Nicht, dass ich hier die durch die Gegend schmeiße. Und Johnny stört das bestimmt, weil er schläft gerade. Und er möchte ja nicht aufwachen. Dann haben wir hier wieder einen sehr schönen weißen Butterfly-Trainer. Und ich glaube, dieser Skin ist ein Counter-Strike echt mega teuer, denn ich hatte mal die, ich glaube das heißt Asinov oder so, kann das sein? Ihr könnt mir ja gerne mal, wie die Skins in Counter-Strike heißen, in die Kommentare schreiben, wenn ihr Lust habt. Und lasst einen Daumen hoch da, wenn ihr noch mehr Messer-Videos sehen wollt. Okay, ich finde, dieses Design, das erinnert mich irgendwie immer entweder an Naruto, obwohl ich noch nie in meinem Leben Naruto geschaut habe, ohne Witz, Freunde. Oder es erinnert mich einfach an Astronauten. Ich kann euch nicht sagen, wieso, aber so ist das halt. Ich weiß auch nicht, wieso. Gut, machen wir mal mit dem nächsten weiter. Und ich glaube, ich brauche hier gleich ein bisschen Platz und muss mal was beiseite schieben. Modell 14. Übrigens steht auf jeder Verpackung immer so, was für ein Modell das ist. Aber das ist für uns ja eigentlich unwichtig. Sondern das ist wichtig für den Verkäufer, den Shop, der das verkauft, wie auch immer. Damit man nicht das falsche Messer geliefert bekommt. Und das ist ein sehr schönes Schwarz und es ist komplett schwarz. Ich würde mal sagen, der Skin heißt irgendwas mit Black in Counter-Strike, könnte ich mir denken. Und dieses Schwarz, es ist nicht ganz matt, aber ich finde, es ist leicht matt. Auf jeden Fall sehr schön, gefällt mir auch sehr gut. Und Freunde, kommt, ich probiere es noch einmal, meinen Trick, den ich kann, zu machen. Hoppla, das war auf jeden Fall nichts und ich probiere es noch einmal und bam, es hat ein bisschen geklappt, ein bisschen gefailt, aber trotzdem ein bisschen hat es geklappt und ja, alles klar, machen wir weiter mit dem nächsten Butterfly Trainer. Es ist übertrieben heiß schon wieder hier oben, das gibt's nicht, ich bin so am Schwitzen, ich habe hier noch die Softboxen an und die produzieren auch so eine Wärme. Wow, schaut euch mal dieses Blau an, das ist so nice, schaut euch an, wie das schimmert. Machen wir es mal auf und wow, das sieht richtig geil aus. Der gefällt mir auch sehr gut. Also mir gefallen alle sehr gut, aber der da sticht, finde ich, hervor mit seinem nicen Blau. Okay, Freunde, machen wir nochmal den hier auf, den letzten. Und wow, 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 Leute, ihr wisst, dass dieser Lack mir wirklich sehr gefällt. Ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Also wie man das in Counter-Strike nennt, so würde ich das Flip-Flop oder Rainbow, wie auch immer, nennen. Auf jeden Fall sehr nice, sehr geil. Ich bin wirklich zufrieden mit den Butterfly-Trainern, Butterfly-Messern. Ich finde, dass die sehen richtig gut aus, fühlen sich sehr gut an, sind sehr gut verarbeitet und eigentlich kann ich gar nichts Schlechtes dazu sagen.
Und Leute, zum Abschluss probieren wir hier nochmal so einen Trick und wow, das war ein bisschen zu schnell gedreht. Ich probiere es nochmal und das war echt gar nichts. Ich probiere es nochmal mit dem hier und wow, das hat ein bisschen geklappt, aber nicht so gut. Ich bin ganz schön außer Übung, also das merkt man schon, wenn man eine Zeit lang gar nicht mehr so ein Messer in der Hand hatte, dann geht hier das nicht mehr so flüssig wie vorher. Okay, machen wir noch eine kleine Montage und dann verabschiede ich mich von euch. Gut, Freunde, ich hoffe, das Unboxing hat euch gefallen. Abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt und falls ihr neu dazugestoßen seid. Ich wünsche euch noch einen schönen Samstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis morgen. Hab euch lieb. Euer Jenny Hunt. Tschüss.